Eine große Tiefebene erstreckt sich zwischen Donau und östlicher Landesgrenze von Ungarn. Die Pusta. Hier sind wir zu Besuch bei einem alten Freund aus der Nahe-Region, der sich hier den Wunsch nach einem eigenen Reiterhof verwirklicht hat. Länger als anderswo ist der Weg, den die Sonne hier zurücklegt. Unendlich ist der Horizont. Er ist wie ein runder Tisch, über den sich die hellblaue Glasglocke des Himmels wölbt. Jeden Sommer wird die endlose weite Steppe wie der Hitze flimmerndes Pferde- und Reiterland. Die ungarische Sprache kennt mehr als 300 verschiedene Ausdrücke, um die Farbe von Pferden zu bezeichnen. An manchen Orten wird den Touristen das Hirten- und Reiterleben vergangener Zeiten vor Augen geführt. Kutschwagen verkehren und im Gestüt zeigt man bildromantische Reiterspiele. Außergewöhnlichen Dressurleistungen und Reitkünste. Die nächste Vorführung erinnert an die Zeit, als die Chikos als Nomaden mit ihren Herden in der Steppe lebten. Sie waren als Banditen verrufen. Um der Polizei zu entkommen, brachten sie ihren Pferden bei, sich flach in die Gräben zu legen. So wurden sie in der Ebene der Pusta unsichtbar. Sie gewöhnten die Pferde auch in das Knallen der Peitsche, damit sie keine Angst vor Gewehrschüssen hatten. Nur dazu dient die Peitsche, keinesfalls zum Schlagen der Tiere. Diese Reitertricks aus Zeitvertreib weiter betrieben und sich damit in Geschicklichkeitsspielen gemessen. Der Spielsinn besteht darin, das Pferd aus dem Galopp abrupt zu stoppen und ihm zu befehlen, sich hinzulegen. Weigert sich das Pferd, scheidet der Reiter aus. Und um schneller von ihren Pferden springen zu können, sind ihre Sättel übrigens nicht festgegürtet, sondern einfach locker auf den Rücken des Pferdes gelegt. Dalej nie idą, 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 nie idą,
Und nun wartet die Hauptattraktion auf uns. Eine wahre Reiterbravour, bekannt als Chicos Post, Custa Fünfer oder Ungarische Post. Diese Figur wurde erstaunlicherweise nicht zuerst geritten, sondern gemalt. Der österreichische Meistermaler Ludwig Koch hat 1923 ein Gemälde mit der Ungarischen Post erstellt und jahrelang glaubte niemand, dass man diese Figur reiten könnte, bis der ungarische Ausnahmereiter Bela Lenar die Figur tatsächlich ritt. Zuerst mit 5 Pferden, dann mit 7 und 9. Hier sehen wir sogar eine ungarische Post mit 10 Pferden. Es dauert sehr lange, bis diese Figur geritten werden kann. Denn alle 10 Pferde müssen miteinander harmonieren. Sie müssen die gleiche Größe haben und das gleiche Temperament. Und sie müssen absolut auf die Stimme des Reiters hören, damit die ungarische Post geritten werden kann. Und so ganz nebenbei ist die ungarische Post eine Übung, die lebensgefährlich werden kann. Wieder zurück im Reiterhof zeigt unser Freund, dass auch Zugereiste mit Talent und Verständnis für Pferde einige der Chiskos-Tricks nachmachen können. Man sieht direkt, welche Freude Reiter und Pferd haben, wenn sie sich so gut verstehen. Und auch die auch ohne Sattel. Der Tag war schön. Er geht zu Ende. Die Pusta wird uns wiedersehen.